Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Schwarze Edition Master Variante oder Version. Ja, heute geht's weiter. Ich habe meine Pokémon geheilt, war nochmal am Automaten, habe nochmal ein paar Limonaden geholt, denn wir sind ready to go mit der Achterbahn zu fahren. Ja. Wir legen auch direkt los. Das ist noch harmlos. Direkt erst. Genau, innen. Ach, es geht direkt sofort los hier in der Arena. Ich möchte die Arena auf jeden Fall heute beenden. Und schon dann Richtung. Aha. Ariasti, genau. Dahin will ich heute gehen und da schon ein paar einzelne gute neue Pokémon einfangen. Und da gerade hat hier noch keine Gescheitsattacke. Muss ich auch nochmal schauen, dass ich hier eine Gescheitsattacke bei Cannibal schaue. So, Salamantor kann auf jeden Fall hier mit Katapult glänzen. Wenn ich natürlich treffe. Sehr schön. Cannibal erreicht Level 27, lernt natürlich keine neue Attacke. Und noch eine Frage. Nee, ich muss dann mal schauen, ob ich wieder Items hab. Attacken hab, die relativ was nützlich sind für gerade im Moldas. Oder ich muss immer tauschen, wenn ein Molga kommt. Überhaupt einen Sinn ergibt. Ich habe einen Boden-Pokémon und ein Boden-Pokémon sind nicht sehr effektiv gegen Emolga. Denn das Ding ist ja Flug-Elektro. Und ich treffe dieses Emolga nicht. Frechheit. Wow. Habe ich schon mal gesagt, dass Sandy Mantur keine Immun hat gegen Elektro? Sieht man ja auch. Das ist ja ein reines Gesteinspack. Broken wäre es, wenn das wirklich jetzt noch Bodentypen dabei hätte. So ein Stahltypen. Aber rein Gestein. Naja. Emolga ist weg. Und ich guck gleich mal bei den Attacken. Ob ich eine Gesteinsattacke habe, die ich beibringen kann. Beutel. Beutel, ja. Let's go. Da haben wir doch mal einen Gesteinsattacke. Lern ich doch gleich gerne will. Gegen Sandgrab würde ich das tauschen wollen. Ja, Gegenstoß hatte ich ja im letzten Part gefunden. Nein, man lädt die Attacke auf. Handelt das Ziel vor dem Anwender, verdoppelt sich die Kraft der Attacke. Das ist dann wiederum nicht. Ja, welche Attacke warten das, die so schwachsinnig war? War auch eine sehr starke Attacke, aber die. Egal, ist die Attacke habe ich gerade nicht. Heute. Ich will doch mal schauen. Gegen 6 KP heile ich mich nicht. Und da haben wir die Bahn verpasst. Komm her! Ja, ich muss ja auch den Schalop tätigen. Warte. Nein, jetzt muss ich natürlich warten. Jetzt aber.
auf zum nächsten Trainer. Ein Schnösel. So, ein LEC-Bahn. Verfolgung tut mir überhaupt nichts. Also mir weh. Gerade im Ohr. Immer Schaufel. Vielleicht kriegt man ja einen Rockyman noch, bevor ich tatsächlich gegen die Arena-Leiterin Camilla anrede. Muss ich aber mal schauen. Wenn ich natürlich die Entwicklung hinbekomme, dann ist es hervorragend. Denn. Wow. Easy going, würde ich sagen. Dann marschieren wir mit Rockyman da durch, mit den Evoliten. Ich hoffe es natürlich. Nicht, dass dann jetzt das nächste Pokémon stirbt. Gerade Rockyman. Rockyman brauche ich unbedingt. Beziehungsweise ich möchte unbedingt einen Navigator in diesem Let's Play hier haben. Unbedingt. Ich weiß nicht warum, aber ich will es unbedingt haben. So, nochmal LEC-Bar. Sag LEC-Bar in dem Kampf. Müll, denn LEC-Bar kann was. Stampfer, okay. Verfolgung. Ist nicht so prickelnd. Funkensprung wäre jetzt eine Option, also kann nur eher weniger. Funkensprung, Dampfer, Verfolgung und was noch? Mikroladung. Und bei den Attacken wäre Dampfer mit am besten. Aber das Ding kann ja noch kein Dampfer. Das glaube ich mit Zepitz, das entwickelt hat. Aber naja, Kanobel haut hier richtig rein gerade. Ich hoffe, dass wir die Entwicklung hier hinbekommen. Wenn nicht, bekommen wir es erst nach der Arena-Leiterin. Wir werden aber gleich sehen. Ich glaube nur noch ein Kampf. Oder waren es zwei Kämpfe? Ich glaube nur noch ein Kampf. Und zwar in der Achterbahn da. Dann die Gleise um. Hier müsste direkt noch eine Trainerin rauskommen. Und ich hoffe, dass keiner Amorgas hat, wenn ich drin bleibe. Aber was sieht man hier eigentlich? Vollgas? Elitsebas? Was noch? Man kann davon ausgehen, dass in der Edition Schwarz und Weiß die Camilla relativ Emolga hat bei Zepitz. Ja. Es gibt so viele Varianten im Elektro-Pokémon. Die hätten Sabladin, selbst noch jetzt schauen. Es gibt Emolga, ja. Das ist aber nicht mal das erste Elektro-Pokémon. Ezebar und Zepitz. Ja, gibt's hier in der Arena. Und dann Emolga, häufig gesehen. Dann Watzapf. Wo ich sagen muss, Watzapf wäre doch auch hier noch geil gemacht. Sablalek in dieser Arena. Das wäre doch mal genial gewesen. Nein. Das wäre ja erhöht. Ja. So stark. Also, Watzapf ist nicht stark. Es ist einfach. Man hätte es natürlich auch in der Käfer Arena hineinfügen können. Hier in der Elektro-Arena. Es wäre rumgenommen gewesen.
muss ich ehrlich dazu sein. Ob man das die Käfer-Arena oder die Ecto-Arena hinein getan hätte, man hätte mehr Vielfalt. Genauso wie Saplatin. Hätte man auch direkt hier hinein tun. Bei Müller hätte man dann ein Sapla-Leck geben können. Sapla-Rang wäre schon doch broken. Ja. Flunschlick, Boden-Ecto. Hätte man hier Turner geben können oder Sie geben können. Und ich merke gerade, warum entwickelt sich jetzt mein Dings doch erst auf 29? Das muss ich selbst nachschauen. 29? Tatsächlich erst auf Level 29. Ey. Ey. Nochmal erst auf 29. Geil, so viele Elektro-Pokémon gibt's ja hier gar nicht mal direkt. Oh, die Pokémon, Elektro-Pokémon hätte man ruhig wenigstens hier hinzugeben können. Ja, ich weiß, dass die Limonade gerade schwachsinnig war. Ich hätte Supertrank benutzen können. Nein, war Spaß. Supertrank benutzen können. War aber zu faul. Ah, nein, da hab ich. Nein. Okay. Super. Auf die letzte Achterbahn warten. Vorletzte, was ich gesagt. Letzte geht ja dann draußen wieder. Einmal ein Looping. So, und da wartet schon Camilla auf uns. Ich würde sagen, los geht's mit dem vierten Turm. Immer. So, da Elektroattacken hier keine Wirkung zeigen bei Carnival. Und ich Tour habe. Gut, wir sind 3 Level über. Jetzt sind wirklich so schlimm 3 Level. Wir haben wahrscheinlich mit den Evoliten ist relativ ausgemacht. Das stärkste Pokémon wäre Zebritz auf Level 27. Da sind wir gerade mal ein Level drüber. Und ich denke mal, ein Level drüber zu sein, ist noch. Ja. Aber ich denke mal, selbst wenn man hier einen Gunnel hat, und ihr seht schon, mit Betor, gut, Olga, kein Betor da. Wenn man immer so austauscht, hin und her wechselt, ist dann schon Gunnel bzw. Rockerman gar nicht mal so verkehrt. Ich werde hier nochmal ein Feldgrab machen, genau. Das Ding ist fast weg. Und ihr seht schon, ohne den Bedroher macht er trotzdem schon heftigen Schaden. Okay, dann heißt es auch mal für uns, dass ich den Schrank einsetzen werde. Edelzin, sehr schön. Oh, eine Limonade für Gunnel. Denn. Du willst nicht, dass ich es verliere. Projekt oder so. So, Felsgrab. Und da ist es weg. Oh ja, sehr schön. Wir erreichen Level 29. Theoretisch könnte ich jetzt aufhören mit Gunnel zu spielen. Aber ich bleib doch nochmal drinnen. Weil ich ja nicht wechseln kann. Aha. So, 2 Level drüber. Mal schauen, ob wir es besiegen können oder ob wir Gunnel jetzt verlieren. Also, wenn wir es verlieren sollten, wäre es Katastrophe. Schauen, wie viel Schaufler abzieht. Das Ding ist ja schneller. Alter! Will ich drin bleiben jetzt nochmal oder will ich wechseln? Also wenn es mich kritet, bin ich tot.
hat, ja, Tailbug hat Zauber und Tailbug wird ja neutral getroffen. Mit keiner Verfolgung. Obwohl, Verfolgung müsste es haben. Wie kurz. Nein, Ruckzuck, die Funksprung wollte wechseln und Nitro-Lade. Nein, das ist ein Übertrag. Egal. Ja. Hausnummer bei dem Ding. Das sieht schon. Warte mal, wie hat er eine gerade Abdeckung? Ich muss es jetzt gerade mit dem Taschenrechner mal rechnen. Mein Handy. Taschenrechner. Wir hatten 73. Das ist die Hälfte. Also theoretisch, wenn er uns nochmal 36 abzieht, würden wir mit einem KP überleben. Bitte, bitte überlebe. Natürlich macht er einen Volltreffer. Wieso? Wieso? Wieso macht er einen Volltreffer? Alter, das gibt's doch nicht. Warum? Warum ist Sebit so extrem stark? Setzt sich Gun Will ein, oder? Das Ding ist ja überhaupt nicht. Das Ding ist ja jetzt extrem schnell. Das weiß ich jetzt nicht, wie ich das jetzt mache. Obwohl, Lebensschelle. Ja, erstmal mit Lebensschelle. Die Genauigkeit zu senken. Alter, hat er mir jetzt ein ganzes Leben fast. Erstmal die Genauigkeit gesenkt und jetzt. Also, mit Nitro-Ladung wird er nicht um die Ecke kommen und mit Ruckzuck erst recht nicht, denn ich hatte ihn Steins-Pokémon. Theoretisch muss er ja mit einer Elektro-Attacke rankommen. Ja, es ist ja ein Voltwechsel. Jetzt werde ich erstmal Gunnel heilen. Nochmal. Ich glaube, das war meine zweite Limonade jetzt. Einmal beim zweiten Mager und jetzt. Nitro-Ladung macht wie viel? Ja, easy. Okay. Aber das mit dem Volltreffer verstehe ich einfach nicht. Warum hat dieses Ding so ein Volltreffer landen? Im Moment. Jetzt nicht hier, jetzt seit ich, wo ich voll live war. Mein Gott. Volltreffer. Hier. Ich hätte mit einem KP überlebt und gewonnen schon längst. Nein. Helfer. Ich hätte so gerne einen Bisspark. Wir gucken auch gleich nochmal die Werte an von Tailbug. Obwohl ich echte wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Tailbug. Gut, obwohl, warte mal. Wenigstens unser Ganovel ist. Unser Tailbug hatte theoretisch Dampfschärfer. Kein Bedroher. Also daher. Hätte das Ding Bedroher gehabt, hätte ich doch easy gewinnen können. Nein. Bisspark hat dann auch Bedroher. Ja, also, dann heißt es, wenn ich einen Tailbug mit Bedroher sehen sollte, irgendwo später auf den Route, direkt erstes Pokémon, Bisspark, Bisspark sag ich schon, Tailbug mit Bedroher wird es sofort eingefangen. Komme, was es wolle, dann hätten wir zwei Pokémon mit Bedroher. Da kann ich dann immer hin und her tauschen.
Und dadurch, dass ich jetzt einen Voltwechsel bekomme, bin ich mir gerade unsicher, ob Bismarck bzw. Terbark Voltwechsel kennen. Wenn ja, wird es ja noch geiler. Komm her, Bahn. Ich muss meinen Terbark-Lader in den Himmel, in die Himmelbox stecken. Aber wir schauen direkt mal rein. Nochmal. Hey, Dark. Dumm gelaufen. Es war sogar relativ. Fähigkeit hat mich wirklich nur gestört. Item nehme ich da mal. Hey, wie gesagt, das Ding wäre so gut gewesen. Hätte das Ding Bedrohung gehabt, wäre das Ding wirklich extrem gut gewesen. Es war leider dabei, muss ich sagen. Länger dabei, als ich gedacht hätte. Aber dann hat es trotzdem leider nicht gereicht, der Schaufler. Weil ich eben keinen Bedrohung hatte. Hätte ich einen Bedrohung-Tail-Bug gehabt, hätte es wahrscheinlich ganz anders ausgesehen. Obwohl, warte mal, war das Voltwechsel oder Funkensprung? Erste Attacke, ich bin mir gerade sehr unsicher. Wenn ich ja Bedrohung gehabt hätte, hätte das Ding ja so Voltwechsel eingesetzt, weil Voltwechsel wäre ja speziell oder ist speziell. Und Funkenstoß. Funkensprung ist ja physisch und wäre genervt gewesen im Moment. So. Aber leider muss ich T-Bug ablegen. Ja, das vierte Pokémon ist von uns gegangen. Dafür bekommen wir ein neues Teammitglied hineingenommen. Die große Frage ist jetzt, will ich tatsächlich, wir haben ja ein Wasser-Pokémon und ein Gesteins-Pokémon habe ich ja auch noch. Also brauche ich das Ding erstmal noch nicht. Gift oder Geist? Das ist die große Frage jetzt. Gift oder Geist? Ich bitte ihr Geist zu nehmen, tatsächlich. Gerade gegen die Kampf. Pokémon und so. Makabaya ist relativ gut. Welches Wesen hatte das Ding? Welches Wesen hatte? Angriff. Großer Angriff hatte das Ding. Was endet? Gut, die endet war so oder so ja relativ rottig bei den Pokémon, aber. Ist nicht so wunderbar. Gut rauchen. Das ist nicht schlecht. Aber egal. Nicht wirklich so prickelnd. So, ich würde sagen, wir gehen weiter. Holen uns Pikulente und der Zugbrücke hier. Aber erstmal muss ich gegen Sherrod kämpfen. Ich habe mich geheilt. Und ich merke gerade, ich habe ja noch mein Rocketman. Was ich ja gerade in hat noch vorne. Warum habe ich mein Rocketman vorne? Warum habe ich nicht noch ein anderes Pokémon nach vorne getan? Das Ding wird jetzt Level 30. Wenn nicht sogar Level 31. Natürlich kann ich wechseln. Hab ich aber keine Lust. Überhaupt keine Lust. Keine Ahnung. Oder doch? Auf was? Hey, komm, mir bleibt drin. Wir besiegen Sherrod mit Rocketman. Unser Boss hier. Mit verschränkten Armen hier. Ne? Unser Boss. Geh ich auch immer da. Und Nick. Neben so Rocketman.
Ding. Ernst? Ja, wegen Quarter Clash, ich weiß. Und weg ist. Wie kann er schon Camilla besiegt haben? Hat er schon überhaupt Camilla besiegt? Oder Sodamak muss ich tauschen? Große Frage, was? Ja, ich glaube, er hat es gewonnen. Ohne es mit am besten. Moment. Ui, ich hab ja auch wieder nur was abgepackt, beziehungsweise eine Kampfattacke. Hier brauche ich also noch eine andere Attacke, wie zum Beispiel Schlitzer. Ja, Schlitzer wäre gerne mal. Irgendwo ein Volltreffer. Alter. Okay. Fühlt's jetzt ab? Okay. Nevermind. Ah ja, er hat natürlich den ganzen Schaden. Riegelsam. Ja. Ich hab noch nichts gemacht. Schlag, treffen und One Hit. Alter, wenn das Ding sich entwickelt, boah, das wird geil. Das wird einfach nur hart. Gegen Navitaub würde ich drin bleiben. Ja, komm. Mir kein Minus Verteidigung. Ja. Step dazu bekommen. Das sind ja noch neue Ware. Aber Egelsam nervt irgendwann. Jetzt ist es nur Shit Damage von Egelsam. Vollschlag. Ah, nicht vollkommen ausreichend. Das Ding jetzt nochmal Scanner einsetzt. Was? Mach Feuerschlag. Bam. Weg mit dem Vogel namens Navitaub. Buchler. Buchler. Nein, danke. Nein, danke. Nein, danke. So. Oh, Lauro. Ja gut, wir kennen ihn. Er muss sich natürlich nochmal vorstellen. Kevin, den muss ich doch auch kennen. Das ist Lauro. Der Champ von Einhall. Den wir damals besiegt haben in Pokémon Weiß. Weißt du das nicht? So vergesslich? Naja. Kevin ist immer so. Keine Ahnung warum. Aber wir sollen gegen Kinder kämpfen auch noch jetzt. Nein! Jing Tearbug rein. Gibt's doch nicht. Mein armes Tearbug ist gestorben. Einmal betroffen. Einer von denen auch betroffen? Ja, einer. Der andere auch bedroht. Nur einer. Dann setze ich einmal in Sanimantu ein. Rockerman muss ich dann direkt mal tauschen. Und das Ding ist schon jetzt auf Level 30 gleich. Bringt überhaupt nichts.
Ah, mir ist jetzt gekommen. Ja, komm. Blinklaue wirkt. Sehr schön. Und? Auf los. Weg. Ah, noch nicht. Warum setzt der Polterknecht ein? Wieso? Das ist nur ein Pokémon. Wieder. Warum setzt der so eine scheiß Attacke ein? Deswegen verliert er auch permanent. Und was schickt er jetzt ein? Oder mal. Das Ding ist ja noch nicht mal entwickelt. Entwickelt doch mal den Pokémon. Gib denen ordentliche Attacken. Movesets. Macht der bis auf mir? Ich bin ein Gesteins-Pokémon. Alter! So, und wir machen nochmal Kopfnuss. Und. Oh, siehst du, Siedewasser hast du doch selbst schon auf das Ding. Also entwickel doch das Ding. Alter. Ich hätte schon längst mein Sodamak entwickelt. Spätestens wenn das Ding Siedewasser drauf gehabt hätte, hätte ich das schon längst entwickelt. Aber anscheinend will er das nicht. Naja, egal. So, Pamela. Jetzt muss ich natürlich erstmal, wie gesagt, Rockerman runternehmen. Du. Makabaya. Einmal Makabaya oder Molly Moba. Das ist wirklich ein Kombino. Ich denke mal, wir gehen im nächsten Part rüber. Ich habe gedacht, dass ich noch diese Part noch weiter einfangen werde, aber ich werde es wahrscheinlich erst im nächsten Part machen. Denn der Part geht schon wieder 32 Minuten, was mehr als eine halbe Stunde ist. Warum? Die Zeit geht so schnell vorbei. Was habe ich bis jetzt gemacht? Nichts. Die Camilla, also die Arena besiegt, Camilla besiegt. Und dann haben wir läuft mit Lau und Kevin auch noch. Ja, so viele Kämpfe. Wenn die Kämpfe sich in die Länge ziehen, kann ich ja meistens nie was dafür, kann ich jetzt schon sagen. Aber egal, ich würde mich verabschieden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und macht's gut. Ciao, ciao.